Jo, Servusler, zum ersten der Toschten angeglotzt. Ein kleines Format, das ich einführen möchte, das in unregelmäßigen Abständen kommt. Und zwar möchte ich euch Kanäle, Seiten und Sonstiges präsentieren, das ich mir gerne reinziehe. Und ich werde erstmal mit ein paar YouTube-Kanäle anfangen, die mir am Herzen liegen, die mir auf irgendeine Art und Weise was bedeuten. Also sprich Leute, die mich unterstützt haben, Leute, die ich selbst gern anschaue oder Leute, die ich aus dem realen Leben kenne und so weiter und so fort. Den Anfang macht, wie soll es anders sein, der Pschorn. Den Pschorn kenne ich aus dem realen Leben, er ist ein Arbeitskollege von mir und der Grund, warum ich heute hier Let's Play mache, oder Let's Plays, warum ich Let's Plays mache, er hat mich da ja, dazu angestiftet schon fast. Durch ihn bin ich auf das ganze Let's Play Hickhack überhaupt erst aufmerksam worden. Ich habe mir, bevor mir der Pschorn das damals gezeigt hat, überhaupt nicht großartig mit derartigen Videos befasst. Ich fand es auch anfangs, muss ich zugeben, ziemlich bescheuert, mir da irgendwelche Leute reinzuziehen, die da ein Spiel spielen, das ich teilweise sogar nicht, überhaupt nicht kenne oder unter Umständen sogar doch kenne, um mir das dumme Geschwätz dieser stupiden Idioten anzuhören. Ja, das war mein erster Eindruck, mein erster Kontakt mit Let's Plays. War überhaupt nicht meins am Anfang. Ich habe mir immer gedacht, ja, als Komplettlösung oder sowas ist ja das, oder wenn man mal nicht weiter weiß an einer Stelle, ist das ja okay, gut und schön, aber das dumme Geschwätz hätte man sich ja sparen können. In der Zwischenzeit ist dieses dumme Geschwätz aber Teil meines Alltags geworden, nicht nur bei wegen meinem dummen Geschwätz und meinen Let's Plays, sondern weil ich mich dran gewöhnt habe und es in der Zwischenzeit für mich einen ziemlich hohen Unterhaltungswert hat. Aber das kennt ihr ja selber, da sind die meisten von euch da draußen selbst betroffen, die sich da regelmäßig irgendwelche Let's Plays von irgendwelchen Leuten reinziehen, die sie im wirklichen Leben überhaupt nicht kennen. Auf jeden Fall ist das hier der Grund, derjenige, der mich zum Let's Playen gebracht hat. Wenn ihr euch bedanken wollt, wenn ihr zu ihm sagen wollt, ja, du bist also schuld dran, dass jeden Tag in meiner Abo-Box das dumme Geschwätz vom Toschten erscheint, dann müsst ihr euch bei dem hier bedanken. Gucken wir uns mal ein bisschen seinen Kanal an. Ja, oben das Banner finde ich hier relativ lustig, das ist ihm gut gelungen. Ansonsten, er ist schon eine Zeit lang her, dass er Videos gemacht hat. Momentan ist er in einer, ich nenne es jetzt mal, in einer künstlerischen Pause und bin drauf und dran, momentan ihn zu überreden, wieder irgendwelche Videos hochzuladen, beziehungsweise ich würde ihn ja gern zu einer Challenge überreden, aber er hat irgendwie keinen Bock drauf, wieder zu verlieren. Kann ich ja irgendwie nachvollziehen. Schauen wir uns die Kanalinfo an. Da steht nicht viel, geprägt vom Chaos, das mich leidet. Mehr ist hier nicht zu sehen. Er ist schon, ja, schon ziemlich lange auf YouTube aktiv. Ich weiß gar nicht, von wann die ersten Videos genau sind. 34.001 Aufruf und 69 Abonnenten. Die Abonnentenzahl ist bei ihm genauso schwankend wie bei mir. Weiß nicht, ob das was mit dem reinen Machen von YouTube zu tun hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er einige Videos, einige, schauen wir mal nach dem ältesten. Das älteste Video stammt vor 7 Jahren. He-Man and the Masters. Auf, was heißt das? Fanadil kenne ich nicht. Und vor 6 Jahren hat er anscheinend angefangen mit Let's Plays, beziehungsweise hier Let's Show SimCity. Gucken wir uns die Playlist an. Ja, in der Playlist seht ihr einige graue Felder. Die grauen Felder sind Together-Aufnahmen mit einem Kanal, der inzwischen nicht mehr aktiv ist. Drum hat es hier auch nichts mehr angezeigt, drum ist das hier alles grau hinterlegt. Aber ansonsten finden wir hier beim Pschorn New Super Marisa Land, Mega Man X, Mega Man 3, diverse Mega Man Hacks, Super Mario Striker, Boogerman, ein lustiges kleines Jump'n'Run mit sehr viel Fäkalhumor. Markus Magic Footballs, glaube ich, war auch eine verlorene Challenge, die er da machen musste. Resident Evil 4, Amnesia, Rosenkreuzstilette. Er hat sehr, sehr viele Touhou-Sachen mit dabei aus dem Touhou Project. Mega Man Hex, Super Marisa Land, Mystical Ninja, Mega Man 2, Kirby's Dream Land, Legend of Zelda 1, Mega Mari, das ist ein Mega Man Klon mit Touhou Project Figuren. Simpsons, ja, das ist im Übrigen die Challenge von uns damals. Kongas Bad Fur Day, Rosenkreuzstilette, Mega Man Zero, Mega Man 8-Bit. Ist, glaube ich, auch ein Hack. Mega Mari 8-Bit. Das ist glaube ich, ein Mega Man Hack mit Charakteren aus dem Touhou Project. Und so weiter und so fort. Castlevania, Ghosts and Goblins. Eigentlich für Retro-Fans genau das Richtige. Genau der richtige Kanal. Alles Mögliche dabei. Und damit ihr euch jetzt nicht großartig die Mühe machen müsst, dafür habe ich dieses Video ja auch erstellt. Damit ihr jetzt euch eine großartige Mühe machen müsst und den Kanal raussuchen, draufklicken und euch durch die Videos klicken, habe ich mir gedacht, schauen wir uns hier in diesem Video, in diesem Anschauungsvideo, im ersten Dadoschen angeglotzt, schauen wir uns ein paar Let's Plays von Pschorn an, also nicht komplett, wir schnuppern einfach mal rein. Und zwar fangen wir an mit Mega Man 2. Ich starte jetzt einfach mal los und dann hören wir mal ein paar Minuten rein. In the year of 2000X, a super robot named Megaman was created. Dr. Light created Megaman to stop the evil desires of Dr. Wily. Yeah. However, after his defeat, Dr. Wily created 8 of his own robots to counter Megaman. Yeah. Ja, so mal nebenbei. Servus, Kritzchen, hallo, der Pschorn ist wieder da, kleines Nebenprojekt. Haha, Big Man, ich bin voll auf Mega Man momentan. Aber egal, Mega Man, ja, das andere ist egal. So, und wir fangen an mit Metal Man. Ist jetzt nicht blind, nein, ich kenne das Spiel, hab das auch schon ein paar Mal durchgespielt. Aber es ist eines meiner absoluten Mega Man Lieblingsspiele. Wenn man mal von den, Megaman Zero Teilen absieht, die ich übelst genial finde. Aber egal, ich bin Megaman mit dem tollen Mega Buster. Ja, komm runter, komm runter. So, ja, komm runter. Ach ja, warum spiele ich einen Megaman? Ja, Megaman ist einfach nur geil. Ja, Megaman. Ah, die Spiele sind so einfach, aber trotzdem so was von genial. Ah, die NES-Teile sind sowieso ja teilweise grottenschwer, aber wenn man es dann mal raus hat, dann sind die eigentlich gar nicht mehr so schwer. So wie das hier. Habe ich am Anfang auch rumgerätselt. Boah, voll schwer und so. Ja, man gewinnt den Eindruck, der Pschorn ist ein großer Mega Man-Fan. Gucken wir uns das nächste Let's Play an. Sein Stil ist gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu, aber mit der Zeit durchaus unterhaltenswert. Ja, wer sich oder wem der Stil gefällt, hat durchaus einen Kanal, der ihm Stunden der Unterhaltung bietet. Gucken wir uns mal New Super Marisa Land an. Servus, der Pschorn ist da. Wuhu. Und ja, ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, ich habe die Vorgänge gespielt, ich muss den zweiten Teil aufspielen. Blablabla. Egal. Ja. Kann ich hier rein? Nein, ich kann hier nicht rein. Blablabla. Okay. Was kann ich erklären? Ja. Ich habe mir so gedacht, ey, ich fand den ersten Teil nicht schlecht. Spielen wir noch einen zweiten Teil, aber wir spielen den nicht einfach so. Nein, wir machen was ganz Besonderes. Ja, was ganz Besonderes und richtig typisch für mich, weil ich bin ja total bekloppt und muss mir mein Leben immer wieder schwerer machen, als es eigentlich eh schon ist. Und deswegen, genau, auf die habe ich abgesehen, auf die roten Sterne. Die will ich alle will ich haben. Alle roten Sterne, alle. Jeden einzelnen, jeden verdammten Level. Das heißt, ich werde versuchen, das Spiel zu 100% durchzuspielen. Ich bin total bekloppt, aber das ist mir egal. So, Bounce. Ach ja. Und, yay! Erstmal lecker Tee. Und jetzt habe ich die Rainbow Power. Rainbow Power ist großartig, weil jetzt kann ich schießen. Bombs. Ist das nicht großartig? Ja. So, und ich habe schon 2 Sterne übersehen. Was zum Geier. So, wie wir merken, ist Pschorn eingeweiht. Ist er auf jeden Fall im Bilde, was die Touhou Project Figuren betrifft. Er kennt sich da wahnsinnig gut aus. Zumindest aus meiner Sicht, weil ich habe davon überhaupt keine Ahnung. Und es interessiert mich auch nicht großartig. Ich bin kein Anime-Fan. Oder Manga oder was auch immer. Und das Touhou Project, das geht genau in diese Riege. Also überhaupt in meinen Fall. Ich habe diese 2 Spiele nur gezockt. Also Marisa Land und New Super Marisa Land. Weil es Mario-Klone sind. Also sprich Jump'n'Runs im Stile von Super Mario Bros. Die Spiele waren genial, kann ich jedem empfehlen. Ich kann jedem die Let's Plays von Pschorn empfehlen oder gegebenenfalls auch die Let's Plays von mir. Die Spiele sind echt endgeil, Leute. Und ja, wenn ihr wollt, einfach mal danach googeln und selber zocken. Ich kann es jedem empfehlen, es macht Spaß. Gucken wir uns noch ein weiteres Let's Play an. Mal kein Jump'n'Run. Resident Evil 4. Fußlader schon ist da und ja. Das ist ein... Oh, das war Controller Setup, aber so. Ach, passt. Wunderbar. So. Resident Evil 4. Ein Spiel, das ich schon Let's Playen will, seit ich gar nicht angefangen habe, Let's Plays zu machen. Aber noch nie die Möglichkeit hatte, weil ich mit Videograbber und sowas absolut keine Ahnung habe. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, holen wir doch mal ein Spiel für den PC. Jo, also habe ich das gemacht und jetzt kann ich jetzt endlich Let's Playen. Ich spiele es nicht blind, nein, nein, aber ich spiele es einfach, weil es ist das geilste Spiel für die PS2 meiner Meinung nach. Und deswegen werde ich jetzt es jetzt spielen und oh Gott, ich bin gerade aufgestanden. Egal, ja, ich sage mal, ich fange einfach mal an, oder? Ich drücke einfach mal auf Start und wenn ihr die Fresse halten während den Zwischensequenzen, da müsst ihr halt selber lesen. Sorry, aber hey, ist halt so. Also, ich fange an. Natürlich auf... Scheiße. Ich kann nicht auf Profi stellen, schade. Na egal, stelle ich eben auf normal. Der Schwierigkeitsgrad passt sich nämlich an. Resident Evil 4. So, genug geguckt. Wer Interesse hat an, oder wem der Stil vom Pschorn zusagt, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr unter anderem auch noch das Michael Jackson Moonwalker Let's Play, das immer noch nicht fertig ist, Pschorn. Wo bleibt denn der Rest? Wo bleibt denn der Rest? Hock dich mal auf deinen Arsch und mach das Spiel durch. Du hast die Challenge verloren, das ist Pflicht, Alter. Wie dem auch sei, wem der Stil zusagt, auf den Kanal gehen, kommentieren, liken und gegebenenfalls ein Abo dalassen. Kann ich jedem empfehlen. Durchaus unterhaltsam. Wie gesagt, mit dem Stil muss man sich anfreunden, aber das muss man ja irgendwie und irgendwo bei jedem Let's Player. Jeder hat so seinen eigenen Stil drauf, der einen zusagt oder auch nicht. Und genauso ist es beim Pschorn. Ich hoffe, euch gefällt dieses Dadoschten angeglotzt. Die Reihe fortführen. Wer als nächstes kommt, weiß ich jetzt noch nicht, wie ich das Ganze gestalte und was ich dann tun werde, wenn sämtliche Kanäle, die mich interessieren und die ich vorstellen möchte, wenn sie durch sind, weiß ich auch nicht. Werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Jo, ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Daumen nach oben tut nicht weh. Und nicht vergessen, auf dem Pschorn seinen Kanal zu gehen. Bis zum nächsten Mal. Servusler. Eier Dosten.